Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.36 Uhr und wir bereiten uns wie immer auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Und wir haben hier genau die 15.655. Entweder platzieren wir es auf 77. Und ich bin heute mal optimistisch und gehe erstmal auf die 15.6. Platziere diese hier, also das können wir nachher immer noch wechseln auf die 15.7, denn wir haben hier eine sogenannte Kurslücke, ein Gap bei 15.700. Freitag haben wir nicht getradet aufgrund der Arbeitsmarktzahlen und wir sehen uns hier in der Vergangenheit 21, 10er, 14er, ja, waren einige kleine Boxen da. Die Trading Range am Freitag, das ist noch ein bisschen kleiner, vom Hoch, das war hier. Bis zum Tief 100 Punkte, das ist okay. Heute Morgen, ja, in der ersten halben Stunde gucken wir mal. 15, naja, könnte ein bisschen mehr sein, also ist sehr, sehr ruhig hier. Also wir sind außerhalb auch unserer aktuellen Boxen. Die Vola-Boxen, die grünen Boxen, sehen wir hier in der Vergangenheit, gestern, wie gesagt, Freitag nicht getradet, blicken aber drauf. Wo kommen Sie heute raus? 15.686. 86. Das heißt, ich nehme Sie schon mal da über ein Daily Pivot. Da wird also die Vola-Box reinkommen. Das ist der Forecast. Kann sich immer noch verändern. Ja, ich lasse das mal eingezeichnet für die, die die Vola-Box nicht haben. Das Tool können sich das jetzt schon mal so notieren. Also alles funktioniert dann reibungslos. So, wir gehen jetzt rein in die großen Zeitebenen, wie jeden Morgen einmal den Blick. Vorlage, ich mache das heute mit der Zickzacklinie nach wie vor. Tagesbasis sehen wir hier, ja, ist relativ ruhig. Ich habe hier, glaube ich, okay, DAX auf 4 Stunden kommt ein bisschen runter. Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 Minuten Short, 1 Minute Short. Also ab den 15 Minuten Chart, das heißt hier unentschieden, eher, wenn man auf den großen Zeitebenen sehen wir, dass der Markt da immer noch Long tendiert. Wir haben hier die Unterstützung, wenn wir das mal auf 30 Minuten sehen. Sehen wir hier einmal links aufgesetzt da, also bei 15.600. So, okay, nächster Markt ist in meiner Tabelle Gold. Fangen wir an auf den Weekly Chart Long, Daily Chart Long, 4 Stunden Chart Short, Stunde Short, 30 Short, 30 Long, 15 Short. Und 5, also da würde ich eher Tendenz jetzt Forecast Short nehmen, wenn wir jetzt mal die Vorlage nehmen, Tagesstrategie Pro. So, in unserer Tagesstrategie sehen wir hier schon eine rote Sonne, noch keine rote Kerze für ein Short Setup, aber wir gehen mal mit unserem Retracement von links nach rechts, Fibonacci. Wir haben korrigiert erstmal bis zum 23er. 38er wäre dann bei 1824. Trendwechsel erst weit signifikant unter 1800 bei 1768. So, gehen wir in Öl rein. Öl, eine rote Sonne, Weekly Strong, Daily kommt jetzt ein, ja, etwas schwächere Kerze rein. Und dann wechseln wir mal auf Zickzacklinie. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde noch knapp Long, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short und ja, also Tendenz leicht abwärts. Technologiebörse, Nasdaq, fangen wir oben an. Daily Long, Entschuldigung, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 15 Short und 5 Minuten. So, auf den
Tagesstrategie-Template. Wie sieht das Ganze aus? Also rote Sonne noch. Da kann man eventuell nochmal einen Re-Entry versuchen, wenn der Markt dreht. S&P 500 Long. Wir sehen auf 4 Stunden hier, wo so mehr oder weniger halbwegs jetzt die Widerstände liegen. So in der Zone hier oben auf den Stundenchart. 30 Minuten und 15 Zickzack-Linie. Short, long, 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 long. Also auch nur in den unteren Gefilde. Und jetzt gehen wir rein in die Kryptos. Bitcoin, Daily Basis Short, 4 Stunden Short, Stunde nach wie vor Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short. Also wir liegen bei 36.000. Ethereum, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und auf den ganz kleinen Zeitlinien Short, also Ethereum eher Long. So, das ist ein kurzer Überblick. Und jetzt holen wir die DAX-Angel raus, gucken, ob er zuschnappt. Der Köder liegt bei 15.607. Als erstes, es könnte immer noch eine Blue Box auch hier nochmal parallel entstehen. 17 Punkte jetzt und melde mich dann gleich nochmal. Voraussichtlich die Vola Box, die erste. Forecast 86 zu 71. Wir sehen hier den Daily Pivot noch und wir haben aber auch ein Gap, was dafür spricht. Also schauen wir mal. 15.686 zu 15.671. Countdown läuft 2 Minuten noch. Und wir sind tatsächlich ja ein wenig jetzt schon in Richtung 15.7. Insofern wechsle ich auch erstmal Gap Closing und gehen auf 15.707. Okay, 29 Sekunden, 22, 21. Dann versuchen wir schnell zu sein hier mit dem linken Seite ist die Vola-Box und eine Blue-Box. 8, 7, 6, 5. So. Wir sehen 15.686 zu 15.671 die Vola-Box und darüber ist gleich die nächste 15.718 zu 15.703.